Die Insulinbehandlung bei Diabetes ist nicht einfach. Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung. Das bedeutet, das eigene Körperabwehrsystem ist fehlreguliert und zerstört die eigenen insulinbildenden Zellen im Körper. Und dadurch wird kein Insulin mehr gebildet oder nur noch ganz wenig in der ersten Phase. Durch den Insulinmangel entstehen viele Probleme, denn Zucker, was ja ein wichtiger Energieträger ist, kann nicht mehr aufgenommen werden in den Körper, und durch hohe Blutzuckerwerte entstehen die Symptome von Diabetes, wie viel trinken, viel Wasser lassen, Schwäche und so weiter. Also eine Autoimmunerkrankung, wo man gar nicht so richtig weiß, wodurch entsteht die. Trotz vieler Forschung ist das immer noch ungeklärt, mit ganz vielen Folgen für das Kind und die Familie. Diabetes Typ 1 ist ja bedingt durch einen Insulinmangel, und deshalb muss die Therapie die Gabe von Insulin sein. Das wird unter die Haut gegeben, gespritzt oder über eine Insulinpumpe. Das Komplizierte bei der Behandlung ist, dass die Insulinmenge abhängt von der Ernährung. Man muss wissen, wie viel Zucker ist in den Lebensmitteln drin, aber auch Bewegung spielt eine Rolle. Und auch Stress muss berücksichtigt werden, und weil es eine komplizierte Therapie ist, müssen Kinder und Eltern sehr intensiv geschult werden, um gut zu lernen, wie all diese Faktoren berücksichtigt werden können. Die Insulingabe hängt ja von vielen Faktoren ab, und nicht immer gelingt es, Insulin genau abhängig von dem Bedarf zu dosieren, und es kann zu Unter-, aber auch Überzuckerungen kommen. Bei Unterzuckerung ist das Kind möglicherweise schlapp und reagiert nicht mehr so, wie die Eltern das kennen. Bei einer Überzuckerung kann man sehr müde werden, und das Konzentrationsvermögen kann beeinträchtigt sein, und alle Familien müssen lernen, dies gut zu berücksichtigen und zu erkennen und auch zu behandeln.